Wir müssen was bauen, und zwar so eine Rahmenkonstruktion, und die nicht stabil sein muss, sondern die sozusagen eigentlich nur kurz stehen muss. Und dafür brauchen wir relativ viel Dachlatten, weil wir 8x4 Meter, also eine Konstruktion von 8x4 Metern bauen müssen. Und das brauchen wir sozusagen. Ja. Und unser Problem ist ein bisschen, wir müssen das mit einem Auto transportieren. Also wir würden normalerweise versuchen, so lange wie möglich zu nehmen, ja, weil wir kriegen halt irgendwie 5 Meter nicht aufs Auto. Na, 5 Meter haben wir von diesem Lattenbocker. Okay, 4 Meter. Die Längen von den dünnen Latten sind 3,50. Vielleicht sind ein paar 4 Meter da, da müssen wir nachschauen. Okay. Okay. Okay, oder reicht die genau wahrscheinlich auch. Wie tief sind die? 2,5 haben wir genommen. 2,5? Ja, perfekt. Das macht ja am meisten Sinn, oder? Ja. Lass uns da mal reingehen. Der Sprecher. Wenn Sie jetzt hinter dem Haus runterfahren, gell? Das erste steile Stück, dann geht es links nach Berchtesgaden. Die Straße verfolgen Sie nicht, Sie biegen rechts ab. Da, wo zum Treatment steht. Genau. Und weil hier ist der Hotel Türken, okay, und gleich nebenan war der Berghof. Okay. Und hier ist quasi ein kleiner Fußweg noch, ein Pfad führt hin und eine Tafel, ein Wegweiser, dass hier das Haus stand. Okay. Und das Türken ist aber noch offen, da kann man eine Zeit der Bunker besichtigen. Okay. Und wenn man sich so... Hier vorne war das Panoramafenster. Ja, ja. Hinstellt und runterschaut dann, wenn man sich hier quasi so hin positioniert und runterschaut, kann man sich den Blick vorstellen. Ja, ich glaube, es ist ja da, wo das Auto ist. Genau da, oder? Aber dann müsste der Weg noch weiter runter. Immer ein Stück weiter runter noch. Thank you.
schon sein wird. Lass die Tür und dann festklettern. Das wäre perfekt. Also in diesem Konferenzraum, das ist die andere Seite von dem Konferenzraum. Da sieht man dann, dass ein Klavier da hinten steht, da habe ich dann tatsächlich den Krause einmal gefragt gehabt. Ja, das schaffen wir. Das kriegen wir hin. Ich glaube, es ist echt okay. Ja. Okay. Ja, das ist lang gestanden.